Die Hörbranzerin Julia Neumann arbeitet in New York City als freie Kreativdirektorin. Ihre Werbeclips sind top prämiert. Sie hat den Kahn-Löwen, die höchste Auszeichnung in der Werbebranche, schon mehrmals gewonnen. Sie kennt wahrscheinlich das Who is Who im Big Apple. Julia Neumann lebt den amerikanischen Traum und setzt sich in Afrika für sauberes Trinkwasser ein mit ihrem Projekt Water is Life. Herzlich willkommen, Julia. Danke. Julia Neumann, Sie sind freie Kreativdirektorin in New York. Das klingt nach einem Traumjob. Können Sie uns ein wenig von Ihrem Leben in New York City erzählen? Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe einen echten Traumjob. Mir gefällt es total gut, was ich mache. Und ich finde, es ist total viel wert, jeden Morgen aufzustehen oder zumindest mal fast jeden. Und etwas tun, was man total gern macht. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich das so machen kann in einer Stadt, die ich total gern habe. Und ja, die Kombo ist nicht schlecht. Es gibt diese Redewendung, wenn man es in New York City schafft, dann schafft man es überall. Trifft es zu? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht wirklich. Weil für mich war es so, dass ich da angefangen habe, bin nach einem Praktikum, habe ich Jobangebot gekriegt und bin hergezogen. Und ich habe es nirgendwo anders gemacht, wie man so sieht. Darum weiß ich gar nicht, ob das wirklich stimmt. Und für mich ist es es gibt keine andere Realität. Für mich ist mein Leben einfach da und ich stelle den Vergleich gar nicht her. Gilt es? Ja, doch. Das gilt. Kommen wir gleich zu deiner Arbeit. Also deine Werbeclips sind top prämiert und sie stecken noch voll von überraschenden Details und witzigen Pointen. Ich habe mir ein paar angeschaut und ich habe jetzt die Frage, wie kommst du zu deiner Idee? Das ist eine gute Frage. In der Werbung ist es so, dass man in meinem Team schafft und sich meistens die Ideen aus dem Gespräch ergeben. Und sie, ja, man das eigentlich mit, oder bei mir mal zumindest so kommt, dass man das miteinander bespricht. Und meistens bleibt etwas hängen, was einfach interessant ist im Gespräch. Und wenn man sich dann am nächsten Tag noch daran erinnert, dann ist das meistens ein Zeichen, dass es eine gute Idee ist. Und das ist dann der Anfang vor allem. Also die Idee ist der erste Teil und von dort geht es weiter. Und von dort wird es entwickelt. Und das sind so viele Leute, die mitreden und Sachen, die passieren mit der Idee, bis sie dann wirklich dort ist, wo sie sollte. Und nicht immer kommt sie dort an, wo sie sollte. Aber manchmal ist es genau richtig und dann ist es natürlich super, wenn sich das so ergibt. Für das Projekt Water is Life kommt da die Idee auch von ihr, ne? Die Idee ist wo im Team entstanden. Als Kreativdirektorin kann man das nicht so sagen, das ist meine Idee und das ist deine Idee. Meistens ist es, wie ich schon vorher gesehen habe, ein Gedanke, der einfach interessant ist. Und in dem Fall war es der Gedanke, dass wenn man ein Familienbild anschaut und alle Familienmitglieder sieht, dann ist das immer schon eine Erinnerung, dass alle zusammen sind. Und in vielen Familien ist das einfach nicht der Fall. Und darum sind wir nach Äthiopien gegangen und haben dort Fotos gemacht von Familien, weil viele eben wegen dem sauberen Wasser auseinandergerissen werden und wir wollten eine Erinnerung geben an die komplette Familie, die sie normalerweise nicht kriegen, so ein Foto, wie wir das kennen. Und das war so der Punkt, wo alle irgendwie verstanden, sowohl in Afrika, wenn sie die Bilder anschauen, als auch bei uns, ist das einfach so ein kulturelles Verständnis, das wir alle miteinander teilen. Und darum, finde ich, funktioniert das ganz gut. Und das war das zweite Projekt, wo Sie in Afrika gefilmt haben. Beim ersten
waren sie in Kenia und haben die Reise von einem fast fünfjährigen Bub durch sein Heimatland filmisch dargestellt. Genau. Das war ein interessantes Projekt, was man da als Bucketlist bezeichnet. Sind die ganzen Sachen, die man vor dem Tod erleben möchte und wo man von der Liste streichen möchte. Und wir haben das mit einem Vierjährigen gemacht. Und wir sind da in ein kleines Dorf, nach Amboseli oder bei Amboseli waren wir, und haben das Kind kennengelernt und wir sind dann gleich mal drauf gekommen, dass das Kind ist, das wir gern auf diese Tour bringen möchten. Und das war echt ein Erlebnis, mit dem Kind durch Afrika zum Düsen. Was waren denn besonders einprägsame Erlebnisse, die Sie in Afrika gemacht haben? Oh, das sind so viele, dass es fast schwierig ist, zum One so zu hören. Was mir auf jeden Fall im Kopf blieb, ist, wo wir auf dieser Reise waren mit dem Guide Toli und seinem Onkel, der uns begleitet hat, waren wir in einem Hotel. Da ist schon die Szene, wo man ja sieht im Bad, in der Badewanne mit dem Schaum. Und sein Onkel ist mit mir ins Badezimmer und da waren Mülleimer und das ist so einer gewesen, wo man hat mir so unten stehen und dann klappt es so hoch und er hat nicht genau verstanden, für was es ist und was man damit macht. Es waren so lustige Momente, wo für uns alles, wo ist eh gleich ein Mülleimer, der steht im Bad und für einen war das so, was ist das und für was braucht man das und das ist ganz oft passiert auf der Reise und das war ziemlich witzig zwischendurch. Das ist echt eine nette Geschichte mit dem Onkel. Hat es für Sie auch so Erlebnisse gegeben, wo Sie vom Ländle, zuerst sind Sie nach Hamburg in die Miami Ed School und dann nach New York gekommen. Hatten Sie jetzt noch viel Kontakt zu uns nach Vorarlberg oder spielt sich Ihr Lehrer hauptsächlich im Big Apple ab? Und in Afrika natürlich. Ja, bin nicht immer in Afrika. Mein Lehrer spielt sich hauptsächlich in New York ab, einfach weil ich die meiste Zeit da verbringe und auch meine Freunde da sind. Meine Familie ist daheim und das ist mir wichtig und den Kontakt pflege ich auch. Und das lässt sich auch gar nicht ersetzen und auch gar nicht vergleichen. Aber wie schon gesagt, mein Alltag ist einfach da und dadurch verbringe ich die meiste Zeit einfach da und mach mir das so schön.